Ahoi Leute und willkommen zurück zu Let's Play Far Cry Primal. Genau, das ist es. Ich habe in den Kommentaren gelesen, dass ich Sachen zum Lager hinzufügen kann. Ich weiß noch nicht wie. Dorfrohstoffe, ja, die sehe ich. Waffenrohstoffe. Einzelne Gegenstände im Stapel nehmen. Also das ist belohnungswert. Vielleicht muss ich das an einen Ort packen. Gibt es ein Inventar vielleicht? Beutetasche? Aha. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Aber gut, der Kommentar ist auch in einem älteren Part gewesen. Bis der dann kommt, wird es halt schon wieder ewig her sein. Vielleicht frage ich das mal privat. Grüße gehen raus in der Stelle an Micha. Hallo. Ja. Weiß ich nicht, lebt er noch? Ja, der ist hier. Das ist meine Katze. So, hier ist eine Daisha-Hand. Ich würde sagen, in diesem Part fangen wir an, wir erwähnen schon zu, also im letzten Part erwähnen, dass wir das Gebiet hier vom Blutfang ein bisschen aufräumen. Brauchte ich Tapire für irgendwas? Bin mir nicht sicher. Okay, da vorne ist das Töten von dem. Ja, okay. Ja, geraubt die Rüder machen wir. Der ist ganz schön weit weggeflogen, oder? Feuerstein? Habe ich ihn gelootet schon? Bin mir nicht sicher. Was meinst? Seltenes Schwarzlöwe, seltenes Schiff. Ich nehme immer gerne mit dem ganzen Quatsch. Seltenes Schiff, was voll. Tasche voll mit Federn. Ich habe so viel Zeug einfach. Ich muss mal gucken, wie ich das Lager lege. Vielleicht kriege ich hier zeitnah eine Antwort dann gleich. Also ich muss danach diesen Partner machen. Okay. Machen wir mal den Blick an. Ich sehe keine komischen Viecher, das ist schon mal gut. Die Daischaden sehe ich da schon am Leuchten. Und hier sehe ich die Tasche mit seltener Rotelchhaut. Die brauchte ich für irgendwas. Ich glaube, ich hatte sie schon fertig gehabt, oder? Ja, ich habe kein neues Ding aufploppen. Und daher müsste es sein. Die kleinen Tapire, ey. Weil ich noch was im Wasser? Keine Ahnung. Ein Krokodil zum Beispiel. Ich bin ruhig gestohlen leider, Mistvieh. So, hier ist die Daisha-Hand. Oder die Daisha-Hand, ich weiß gar nicht, wie man das ausspricht. Dann würde ich sagen, viel XP hier heute. Das machen, Beste töten, Raubtierrudel. Dann die Eskorte anfangen, die Gebäude machen. Okay, dann machen wir alle Dinger und dann vielleicht am Ende irgendwann mal die, den Außenposten hier erobern. Was haben wir? Wir haben 4 Skillpunkte, nice. Schwerer Takedown ist nicht schlecht. Aber ich glaube, ich würde es tatsächlich aktuell noch bevorzugen, dass ich erstmal mehr Pfeile. Obwohl, die kosten halt wirklich nur Hartholz. Und davon habe ich halt echt viel. Nachladen im Sprint für Bögen. Stabilität und. Ja. Weiß ich nicht, ob ich die Stabilität unbedingt brauche. Meistens lade ich den Schuss halt einmal kurz auf. Und dann war es das. Okay, Stoßflugangriff der neue kann noch mächtige Elite gehen. Das ist natürlich sehr cool. Ich würde sagen, wir gehen erstmal hier rauf. Dann können wir noch was machen. Das hier. Ja, es kostet nur einen. Dann mache ich das einmal. Einfach nur, damit wir es haben. Und hier kaufen wir es auch einfach mal, damit wir es auch haben. Damit wir wenigstens den ersten. Ist doch der erste Skilltree von ihm da haben, ne? Was brauchen wir hierfür noch? Seltenes Jaguarfell und Höhlenbärenfell. Das kriegen wir hin. Hoffentlich kriege ich ein seltenes Jaguarfell irgendwann mal in mein Lager. Das hat Dagger. Haut. Bonjour. Ich würde es cool, wenn man so richtig so mit dem Speer angestürmt kommt und einfach direkt in den Kopf schlägt, also so irgendwie auf Augenhöhe den schon hat. Und einfach nur nach vorne stechen in den Kopf von den Udams. Ja. Von mir aus auch von den Izilas, das ist mir egal, beide gerne. Aber auf jeden Fall wäre es cooler als einfach hinlaufen und dann hast du deinen Speer wie so weit vorne, dann nimmst du den Stück runter und steckst ihn nur in den Kopf. Oh, ist eine Liane zum Klettern oder eine Wurzel? Dürfte eine Wurzel sein, ne? Da rechts gibt es noch mal was zu tun für uns. Großkatzen. Wenja gefressen, ja? Wenja gefressen. Jage sie. Immerhin. Nahai. Dann, Waikta. Eich Chao Hala. Ist da oben irgendwas Interessantes? Eigentlich nicht, ne? Auhan.
Hier dürfte es ja auch Beeren geben. Es könnten ja auch hier Höhlenbeeren sein, ne? Was seid ihr für Großkatzen? Das sind ja schwarze Höhlen, ja. Das war knapp. Also ich hätte gedacht, dass ich den getötet habe. Wo ist mein ganzer Speer eigentlich schon wieder? Achso, wenn ich schon zwei habe ich ja gerade ein Ding gefeuert, dann passt das ja wieder. Das war schon die falsche Taste, ich wollte V drücken. Also ich komme mit diesen ganzen Tasten durcheinander, die sind mir als Zunder beieinander, muss ich leider sagen. Okay, da war ja nur der Bau von dem Burschen hier, ne? Okay, dass die markiert werden, ist zwar ganz nett, aber ist es nicht so ultra hilfreich, muss ich leider sagen. Aber brauchen wir für 100%. Und ja, der Skilltree dahinter ist halt interessant, dass man halt mehr regenerieren kann oder so. Oder was auch immer ist noch. Stirbst du einfach oder? Noch Speer noch bekommen, Ehre. Ach, wie willst du dich das mal verenden? Oh, was gibt's denn hier Schönes? Danke. Seltene Weißfischhaut. Seltenes Nordgelbblatt. Davon brauchte ich doch noch irgendwas, oder? Also mittlerweile glaube ich auch nicht mehr. Ich könnte ein bisschen Stabilität für den Speer gebrauchen, muss ich sagen. Kommt er nicht angelaufen? Nö. Finde ich meinen Speer hier noch irgendwo wieder. Wäre schön, wenn der markiert werden würde. Erinnere mich an Dying Light. Das ist zum Glück so, dass die Pfeile markiert werden. Das Spiel hier aktuell auch gerade mit Kishi. Ich glaube, wenn das Video kommt, ist sogar schon der erste Part dann draußen. Genau, und Blue von Ober ist mal wichtig. Genau, was haben wir hier noch Schönes? Da ist noch was Hirschhäut. Genau. So, Tiere erlegt. Nice. Tiere heute ans Lager geschickt. Genau, der Leiter. Wir werden die schön markiert, die Pfeile, die man verschießt. Und das ist ganz schön hilfreich. Dann passt nicht mehr meine Pfeile. So, Höhlenbär. Kann schwimmen, fühlt sich nicht verfeuert, sehr schwer. Höhlenbärfell, Zehnbar, habe ich schon, brauchen wir nicht nochmal. Den Feind haben wir schon. So, machen wir hier Marker hin. Wo ist es? Da unten. Vielleicht sind die eigentlich in der Höhle da drin jetzt? Also vielleicht haben die übernommen vom Blutfang? Irgendwie ist meine Stimme gerade ein bisschen belegt, unangenehm. Ich mag es, dass die hier nicht wie in den anderen Far Cry einfach direkt schießen, sondern auf mich zustürmen dann. Das ist um einiges angenehmer für mich. Dann kann ich nämlich ganz entspannt die einfach abwerfen und dann kriege ich sofort 20 Salven in den Kopf. Okay, hier sind auf jeden Fall die Fallen. Hier sind wir in dein Lager. Ne, kleiner Doggo. Ist es die Frage, ob sich hier die Höhlenbären niedergelassen haben oder nie? Ich finde es auch gut, dass hier einfach so krass viel Fallen gibt, diesen kleinen Ding. Und ich habe mich einfach totgeschmissen mit meinen Speeren. Ich weiß nicht, ob ich in Far Cry, also allgemein so, also hauptsächlich in Far Cry, aber allgemein so, komplett immer zu schnell das beste Equipment habe, weil ich einfach mich darauf fokussiere. Weil gefühlt habe ich das halt immer so früh, wie es geht, und dann ist das Spiel meistens keine der Herausforderungen mehr. Und der Höhlenbär vielleicht hauptsächlich nur bei Nacht raus? Das könnte ja sein. Für mich immer noch komisch, dass hier, also für mich ist das hier so ein bisschen so eine Instanz. Und nicht die normale Map. Es wundert mich mal, dass hier alles so normal ist noch. Aber klar ist ja hier einfach eine normale, also gehört einfach zur Map, ist einfach nur ein kleiner abgetrennter Bereich, wo man noch hinkommt. Also ist irgendwie so weird. Hier ist das Jagdgebiet. Also für mich ist das Jagdgebiet so ein getrenntes Jagdinstanz-Ding und du kannst ja trotzdem alles machen. Ist ein bisschen komisch. So, hier am besten nicht runterfallen, weil sterben meistens eher nicht so schön. Links ist noch eine Avenger Escort. Die Escorten mag ich nicht so gerne, muss ich es leider sagen. Jägerzuflucht.
Gibt es hier irgendwas Interessantes? Ich habe mir falsch Taste gedrückt. Nee, Zed ist tot. Alle Udams werden ohne Probleme getötet. Udam muss ausgerottet werden. Ich habe einen Speer verschmissen. Stimmt, den habe ich hier schon vorher verschmissen gehabt. Okay, da sind irgendwelche komischen Säbelzahntigerchen. Aber wir haben ja schon den besten, den es gibt. Von daher alles entspannt. Wurden mir auch in den Kommentaren geraten von, ich glaube, Ionier war dein Name. Irgendwelchen Zahlen dahinter habe ich gerade leider nicht im Kopf. Dass ich dann natürlich auch halt in dem früheren Part. Und ist das jetzt eine. Irgendwas war es mit Fragezeichen-Mission, ist das eigentlich hier schon machen? Aha, Udam, was gut hier sie. Takar, Udam Waikash, Umash Guan Mash Natchai, Winja Guifwa Ati, Usai Waida, Tunasash. Genau, das wollte ich noch sagen, dass mir dazu geraten wurde, dass ich dann schnell auf die Säbelzahntiger, also dass ich schneller reinscannen soll, dann den Säbelzahntiger und dann Blutfall nehmen soll. Und das habe ich zum Glück genauso gemacht. Deshalb danke nochmal den Tipp. Ich habe ihn schon unbewusst direkt angewendet und von daher ist das ja alles super. Ich finde dieses Tracking-Feature, also dass man auf der Minimap die Schritte folgt, einfach komplett nutzlos. Wofür ist das? So, Freunde. Sprech mit dir. Oh. Uber. Ihr lauft in die falsche Richtung, Freunde. Ich bin hier. Also klar, ich laufe in die falsche Richtung, aber ihr lauft in die falsche Richtung, Freunde. So, mittlerweile haben wir einen Doppelbogen. Ich glaube, das ist ganz in Ordnung. Habe ich nicht gelootet? Habe ich den nicht gelootet? Doch, habe ich doch eigentlich. Hm, komisch. Und hier habe ich einfach hingesprayt. Sind meine Pfeile noch da? Nö. Aber die kosten ja auch eigentlich nichts. Und schon wieder voll. Ja, Freunde, ich habe alles getötet. Wir können weiter. Warum sind wir jetzt nach hier gelaufen? Um jetzt in die andere Richtung zu laufen. Was ist euer Endgoal? Wo wollen wir hin? Ja, vielleicht erstmal noch den Fragezeichenort hier holen. Aber vielleicht gehen wir zu Vögel hin. Das wäre cool. Jetzt ist der eine doch schon hier vorne oder ist das mein Mann? Der gehört nicht zu uns. Wollen wir zu mitkommen und helfen oder? Ne? Kühlung halt nicht. Komm mal mit. Wir eskortieren hier gerade. Ja, beeil dich, Wenja. Also ich tippe mal, dass wir nicht hier hingehen aktuell. Brauchen wir die F hier noch was? Ich glaube nicht. Das ist im Endeffekt auch egal. Der hauptlose Atomistvieh. Oder wollt ihr jetzt mit dem kämpfen? Verschieße ich nur einen Pfeil, wenn ich mit zwei schieße? Ne, ich verschieße auch zwei. Rot und Häuten, ja, nimm mit. Okay, da war ich ein bisschen zu schlecht. Ja, macht ihr so noch Sachen oder nicht? Absitzen erstmal. Oh, ich habe ihn getroffen sogar. Damit habe ich nicht gerechnet, muss ich sagen. Okay, ich habe einen neuen Fähigkeitspunkt. Vielleicht soll ich dann doch nochmal als nächstes auf die Pfeile skillen, weil das doch ganz nett ist. Weil man verschießt schon ganz schön viele hiermit. Ja, was macht ihr denn jetzt? Hier, Eskorte weiter. Oh.
Stufe. Ach, jetzt geht's weiter oder was? Achso, nee. Obwohl doch, jetzt geht es wirklich weiter. Ach, ich habe die ausgerüstet. Cool. Wusste ich natürlich. Ach, Freunde, macht doch erstmal hin. Wir greifen hier unsere Wenger an. Oh, das hat gut funktioniert. Blödes Vieh. Hier, komm, beeil dich, Wenger. Die anderen warten auf dich. Also, das funktioniert gerade nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe. Wir sind echt langsam unterwegs. Ich habe es erwartet, dass hier gleich die Udam kommen, dass ich verteidigen muss, nicht, dass ich für alle 2 Sekunden anhalten muss, weil hier irgendwelche doofen Mistviecher vorbeilaufen. Vielleicht sollte ich die einfach nicht anschießen. Wollt ihr vielleicht zu dem Lagerfeuer da rechts? Das wäre super. Wo gehen wir denn hin? Hm. Keine Ahnung, wo die hin wollen. Vielleicht hier hin, aber da ist nichts. Oder war da was? Könnte sein, dass da ein Fragezeichen war. Ich spreche nicht so gut die Sprache. Kannst du es kurz für mich übersetzen? Oder Untertitel? Also, was denn? Was bist du denn, ey? Ich glaub, komisch, also es wird irgendwie angekrabbelt kommen. Wahrscheinlich hat es auch gemacht. Oh, der ist hinter sich. Ich dachte, der überlebte mehr. Aber zum Glück nicht. Habe ich ihn jetzt gelootet? Ich bin mir nicht sicher. Ja, wo ist mein Eskorte? Ah, hier, okay. Alles entspannt bei euch? Irgendwer ist hier noch zum Looten. Der da? Okay. Dann hier nochmal rüber. Denn wenn ich den gelootet habe, ist die Chance auch sehr hoch, dass ich die Pfeile zurückgeholt habe. Sind wir angekommen? Oder seid ihr... Ihr seid nur die von vorher, aber scheint, als würden wir in dieses Dorf hier gehen. Dann ist das doch das, was ich gerade gemeint habe, wo ich dachte, dass hier nichts ist, aber anscheinend ist das hier doch von denen. Okay, 4 neue. Danke. Gern gemacht. Wir haben schon wieder so viel Avenger, ey. Also, das heißt schon wieder, wir haben so viel Avenger. Okay, können wir in dieser Zeit noch was machen? Wir können hier noch hingehen und mit denen reden wahrscheinlich. Wo es auch schon relativ eng wird. Hier ist noch Südscheinstaub, den ich noch mit, weil ich glaube, davon habe ich noch nicht so viel geholt. Also ich glaube, ich brauche nichts aktiv nicht, aber schaden kann es ja nicht. Hey, kleine Mistvieh hier. Hier gibt es noch Fallen. Wahrscheinlich um Blutfang zu jagen oder so. Brauche ich ja nicht. Was möchtest du haben? Ranger, Sammler wurden von Udam gefangen, befreie sie. Okay. Dann können wir das schon mal anfangen auf jeden Fall. Vielleicht schon mal auskundschaften. Also aktuell sehe ich 2, 3. Ich tue doch mal den hier. Jetzt habe ich gerade Abklingzeit. Ah, mal kurz hier den Bogen. Moment, das war mit dem Mausrad, ne? Den Langbogen nehmen. Okay, da habe ich ein bisschen zu weit weg für. Leider. Da komme ich auch nicht ran. Wie, lass mich doch hier hoch. Danke. Okay, es hat nicht geklappt.
Oh, das hat geklappt dafür. Meine Güte, ey. Hat er so geschafft. Fast wäre meine Freundin gestorben. So, losbinden. Abbrechen. Ich wollte nicht schlafen, ich wollte die nur losbinden. Bist du losgebunden? Ja. Ich habe keine Ahnung, wo der Rest ist. Okay, hier ist noch einer. Das einer fehlt es nur. Sehe ich die vielleicht hier über die Vision? Wahrscheinlich. Tasche voll mit alter Holz. Da habe ich doch den Part ein bisschen überzogen, leider. Ach, du bist es. Perfekt, den haben wir alle. Weg da. Katze. So. Mach mal das Lager vor, das kostet zwei Eiderholz. Nichts wert, ey. Gut. Dann würde ich aber sagen, das reicht für diesen Part. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein und ciao.